Hi ho und willkommen, meine lieben Strategiespielfreunde, zu meinem ersten, hoffentlich etwas kürzeren Echtzeit-Strategiespielprojekt. Ja, ihr habt sicherlich das News-Video gesehen. Wenn nicht, dann holt das unbedingt mal nach. Darin habe ich ja angesprochen, dass ich jetzt ein bisschen was an meinem Kanal ändern wollte und als neue Sparte Echtzeitstrategiespiele hinzufügen wollte, hauptsächlich Retro-Echtzeitstrategiespiele. Und ich dachte, so als ersten kleinen Einstieg habe ich mir jetzt selber ein kleineres, hoffentlich, Projekt ausgesucht. Das wird nämlich ein Blind-Projekt größtenteils, und zwar das Spiel Empire. Und ja, das ist ein Wortspiel aus den Wörtern Imp und Empire. Und kurz zur Erklärung, was das für ein Spiel ist. Viele, als es rausgekommen ist, waren viele der Meinung, es wäre ein Dungeon Keeper Klon. Das ist allerdings nicht der wirkliche Fall. Und es hat viele enttäuscht. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen abgesackt, das Spiel. Nicht so publik geworden. Aber es ist trotzdem ein ziemlich schickes Spiel. Ja. Der Hauptunterschied ist halt, bei Dungeon Keeper ist eine, ja, kann man sagen, Göttersimulation. Also wir sind ein Überwesen, das man bis auf die Hand des Bösen nicht wirklich sieht und das Einfluss auf den Dungeon nimmt und so weiter. Und man muss halt seine Minions zufriedenstellen und so weiter. Empire hingegen spielen wir einen Imp, den man hier sehen kann und der gerade schön von seinen Untertanen angebetet wird. Ja, Empire ist ein Echtzeitstrategiespiel. Also so wie ich auch in dem News-Video erklärt habe, man hat seine Minions, hier in dem Fall diese Betenden hier, die den Dungeon bauen. Also im Gegensatz zu Dungeon Keeper, wo man seine Räume unterschiedlich gestalten kann, sind es hier halt feste Räume. Also ebenso wie Gebäude in Echtzeitstrategiespielen. Und ja, man hat auch direkten Einfluss auf seine Einheiten. Also das hier ist wirklich eher ein Echtzeitstrategiespiel als eine Göttersimulation wie Dungeon Keeper. So viel zu dem Hauptunterschied. Deswegen finde ich, dass das ganz gut in meine neue Sparte passt und auch ein kleiner Einstieg in diese neue Sparte sein wird. Okay, aber genug der schönen Worte, wir starten jetzt. Okay, da hatte ich einen Aufnahmeversuch noch drin. Und zwar die erste Kampagne, die ihr hier oben seht, das ist meine Demo-Kampagne noch, als ich damals die Demo ausprobiert habe. Da bin ich gerade, die Demo hatte gerade mal die ersten beiden Missionen drin. Und die Kampagne wurde in mein Hauptspiel, als ich es mir dann gekauft habe, übernommen. Ja, die lösche ich jetzt auch mal raus. Also ich kenne nur die ersten beiden Missionen. Die dritte Mission kenne ich noch gar nicht. Ab dann wird es eben blind. So, wir nehmen eine neue Kampagne. Kein Scharmützel. So, und da sehen wir schon unseren kleinen Imp. Genau. Sehen hier seine Werte. Also dieser Imp wird sich noch weit verändern. Das weiß ich. Wird sogar nachher zu einem großen Dämon. Können wir uns hier aussuchen, ob wir einen Krieger, einen Befehlshaber oder einen Magier aus ihm machen wollen. Aber vorher halt andere Sachen, die wir verbessern können. Und zwar kriegen wir nach jeder Mission Erfahrungspunkte. Und zwar zum einen durch das Erfüllen der Hauptziele und der Nebenziele. Also sollten wir auch gucken, dass wir die Sekundärmissionen immer schön abschließen. Und hier drüben haben wir noch die Einstellungen für die Karte. Also welche Karte wir wollen. Im Augenblick steht nur Kapitel 1, Akt 1 zur Verfügung. Ist ja klar, weil wir ganz neu angefangen haben. Schwierigkeitsgrad normal. Schwer mache ich in Strategiespielen ungern und leicht eigentlich auch nicht. Leitern und Helden, das erkläre ich dann während dem Spiel. Das kommt erst in der zweiten Mission wirklich zur Geltung, was das bedeuten soll. Spieleranzahl können wir eigentlich auf 1 reduzieren. Lobby privat. Ja, man könnte das Ganze auch als Koop-Multiplayer-Spiel spielen. Aber wir bleiben unter uns und starten in die erste Mission. You are going about your daily business of flogging the mindless slithering masses, covering the steep walls of your bottomless domain. When you felt someone yanking at your soul.
After a first attack of unease, you found yourself quite excited by the prospect of being pulled away from a job that had started to seem kind of tedious and unrewarding. Boy, are you in for a nasty surprise. Yeah, the... Hel Salabim, Accio Impum, rise from the dark. Oh, Hellspawn, join me to orchestrate a symphony of destruction that will echo across the land of the Sidrian kings. Hel Salabim, Accio Impum. What? I did it. After 40 years of trying, I actually... I bid you welcome to the realm of Ardania, oh mighty tormentor, spawn of the eternal night and underworld. Oscar Van Fairweather is my name, and I am your master, or rather, think of me as your father. Not your father. Scratch that. Definitely not your father. I am your advisor. Oh, crap! What have I fallen into this time? You can speak! That's amazing! I mean, I have obviously conversed with demons before. Powerful ones, too. Archdemons and such. But tell me, what is thy name, imp? I am Baal Abaddon, the creature of the bottomless pit. I didn't really catch a proper name in there, but never mind. I will call you something really awesome, something to inspire anguish and fear in our enemies, like Slayer, or Demon of Death, or maybe just Death Slayer. Yes, that's it. You're not listening to a word I'm saying, are you? You're welcome. Now, let's have a look at you. Spin around, spin around. Oh my, you look fabulous. Colorful and evil and radiant, like a shiny red rainbow in the dark. You think? Moments ago, I was 15 feet tall and wreathed in flames, you quack. This incarnation stinks. Yes, yes, I understand. No doubt you want to know why I've summoned you. Well, enlightenment will be yours before long. For now, I can tell you this much. Heed my counsel, and I will give you the world. You will reign in blood. Men will crawl at your feet, and you'll have thousands of pretty maids dancing for you in their unmentionables. Okay, now you're talking. Now what's the catch? Would you please stop squeaking for a moment? Now, before you can indulge yourself, there is work to be done. And before work can be done, you need to convince me that you've got a true appetite for destruction. You are testing me? That's absurd! You're a moth testing the bonfire, little man! Would you keep quiet and listen? Nearby lives a piece of trash named Malister Crueley. We went to school together, majoring in demonology. He was a pompous prick then, and now he's even worse. He thinks he's so superior, when in truth he is no smarter than your average doorknob. Your first task is to rob Mr. Crueley of everything he owns. After that, I want you to crush him to death. I will adjourn to my office, but we will stay in contact telepathically. So don't worry, I'll guide your steps. Just make sure you dazzle me. You're standing in my cozy little basement. It may not look like much at the moment, but I promise you, it has the potential to become fantastically nasty. To aid you in the remodeling process, I will first teach you how to summon a type of worker demon to help you. Why not make it two while you're at it? It's easy peasy. As a demonologist extraordinaire, I am of course knowledgeable about the fact that you demons perceive yourselves in a fairly odd way when summoned to the Ardanian plane. As if you were seeing yourself in the third person, through a picture frame of sorts. Anyway, to summon a worker, try this. First you right-click on yourself, whatever that means, and hold the button pressed. Keeping this button pressed will bring up a context menu where you simply need to select the Summon Worker icon to summon it. Complicated stuff, being a demon and all. Hope I got that right. Also, ich mach mal kurz Pause hier, damit mir nicht der Tutorial Heidi wieder mitten reinquatscht. Ja, wir haben gesehen, wir sind Baal. Der da.
den man jetzt ganz schlecht sieht, weil, ja, ich mache die Pause lieber wieder weg. Also, wir sind Baal. Und wir wurden von einem Scharlatan von Schwarzmagier beschworen, der uns in diese kleine Form gesteckt hat. Vorher waren wir, wie man gehört hat, 5 Meter groß und umgeben von Flammen. Ja, und dieser Quacksalber, dieser Van Fairweather, der möchte unbedingt, dass wir seine Nachbarn verdreschen. Das ist sozusagen die Tutorial-Mission. Hier, am Anfang. Und er bringt uns jetzt bei, wie wir Arbeiter beschwören und so weiter. Und ja, er hat auch angesprochen, dass wir in Adania sind. Also in dem Reich Adan, im Königreich Adania. Das ist eigentlich auch ein... Oh, das ist übrigens die Großansicht. Also Adania ist eine eigentlich sehr bekannte Welt. Beziehungsweise eine eher sehr alte Welt, wenn man es so sieht, was die Spiele angeht. Das erste Spiel, was in Adania spielt, ist nämlich, glaube ich, von 99, 98 rum. Ist sogar, glaube ich, noch ein altes DOS-Spiel. Aber da möchte ich nicht viel mehr dazu verraten. Also es ist schon eine etwas größere Welt, in der wir hier spielen. Ja. Gut. Kümmern wir uns um unser Tageswerk als Dämon. Erstmal brauchen wir Minions. Das hat uns schon erklärt. Wir müssen auf uns rechts klicken. Und können dann hier einen Arbeiter beschwören. You should also know that the amount of workers you can have around is somehow linked to your dungeon's reputation. Ah, you'll figure that out eventually. Genau, das hier ist die Dungeon-Stufe, nämlich je mehr Zeug wir machen, desto weiter erhöht sich die Stufe unseres Dungeons. Und hier ist übrigens unser Mana. Also ich erkläre mal kurz die Ressourcenleiste. Hier sind die Arbeiter, wie viel wir haben und maximal haben können. Dann unsere Krieger, beziehungsweise die Dungeon-Bevölkerung, ausgenommen Arbeiter. Unsere Fallen, also ja, wir können in unserem Dungeon auch Fallen platzieren später. Unser Mana, was wir zum Zaubern brauchen, also auch um einen Arbeiter zu beschwören. Unser Gold, unsere Pilze und unsere Materialien. Die beiden hängen indirekt voneinander ab, aber das erkläre ich dann später, wenn es soweit ist. So, beschwören wir gleich einen zweiten Arbeiter-Dämon. Splendid work so far, Deathslayer. Now, minions love to work and eat. According to Virgil Danton's Guide to the Rim of Hell, they are particularly fond of spores, molds and fungus. Order your workers to repair this mushroom room so they have somewhere to collect. To repair a room, bring your mouse cursor over the room. Click and hold the right button to bring up the context menu. Then put the cursor over the wrench-like tool icon and release the button. Genau. Jetzt erklärt uns, wie wir einen Raum reparieren können. Ganz einfach, indem wir in den Raum rechts klicken und reparieren auswählen. Also dieser Pilzraum hier ist beschädigt. Jetzt kommt einer unserer Arbeiter-Ims und tanzt hier ganz lustig. Und die Pilze und alles wird wieder repariert. Die Schubkarre wieder hingestellt und fertig. Nicely done! Food produced in there will allow you to summon more minions to serve our cause. We also need someone to cultivate and harvest the food. So let's order one of the worker imps to do so. Select the worker standing in the room by left-clicking him. Then assign him to the mushroom room by right-clicking on the ground in the middle of the mushroom. So. Great! It's working! Just so you know, another option would have been to bring up the context menu for the mushroom room and select the call worker option. Gut, der arbeitet jetzt. Darf man mal kurz zusehen, wie er einen Pilz ausgräbt? So, jetzt zieht er den Pilz und wusch. Deathslayer! Our mushroom operator just dropped a bag. But don't worry, that's a loot bag containing mushrooms. You'll need a stock room to store them. I happen to notice there's an old broken down stock room next to your mushroom room. Open the stock room's context menu and select repair. This will send a minion to repair the room.